We remember. Hashtag trotz Corona. Ich bin Julius Röper aus Grüneberg, 16 Jahre alt. Wir haben eine Gedenkkultur in Grüneberg aufgebaut mit verschiedenen Veranstaltungen. Holocaust-Gedenktag, Pogromnacht-Gedenken, 75 Jahre Errichtung des KZ-Außenlagers, 75 Jahre Kriegsbeginn und dieses Jahr ist die Auflösung des Lagers 75 Jahre her. Wir haben Befragungen im Ort durchgeführt und aufgezeichnet und wir sind in Slowenien gewesen, um Überlebende zu treffen. Auch diese Interviews haben wir aufgezeichnet und in ein digitales Dorfgeschichtsarchiv und in eine Häftlingskartei angelegt. Ich bin Toni Sieg aus Grüneberg und 23 Jahre alt. Schade, dass die Gedenkveranstaltungen ausfallen müssen. Wir hätten gern an dem interreligiösen Gedenken in Ravensbrück mitgewirkt. So war es geplant. Das Vorhaben, eine Grüneberger Erinnerungstafel in Ravensbrück an der Mauer des individuellen Gedenkens einzuweihen, müssen wir verschieben. Auch die Wiedereinweihung der Kupferplatte unseres Grüneberger Gedenkortes, die gerade in der Fachhochschule Potsdam restauriert wird, verzögert sich. Deshalb machen wir Homeoffice und entwerfen Texte für Infostelen. Hallo, ich bin Anne Polat, 24, aus Grüneberg, vom Projekt Grüneberg überlagert. Natürlich möchten wir den Blick auch in die Zukunft richten. Wir hoffen, noch in diesem Jahr im Zuge des 9. Novembers eine Gedenkveranstaltung durchführen zu können, die speziell einige Häftlingsschicksale beleuchten soll. Langfristig gesehen möchten wir den Fokus richten auf die Erstellung unserer Infostelen und natürlich auf die Erweiterung unseres Gedenkortes hier in Grüneberg. Natürlich müssen wir auch den Kontakt zu den ehemaligen Häftlingsfrauen aufrechterhalten, auch für unsere inhaltliche Arbeit.